Das Signal der Träume. Was ist das denn? Oh, nein. Aber jetzt mal ohne Witz. Das hat sich gelohnt. So. Die Reinigung des Waldes, Teil 4. Wir haben heute den 20. Dezember 2022. Und es war jetzt richtig kalt die letzten Tage. Es war alles gefroren. Minus 10 Grad, minus 7 Grad. Und heute ist aber warm. Plus 10 Grad ungefähr. Ja, zwischen 7 und 10 Grad. Und ich habe heute mal noch eine Kiste mitgebracht. Die hat mir mal jemand geschenkt übrigens. Danke Markus, dass du mir diese coole Kiste damals geschenkt hast. Und ich habe hier gerade noch einen Sichtfund gemacht, während ich durch den Wald gelaufen bin. Könnt ihr mir sagen, von welchem Fahrzeug diese Lampe ist? Ich vermute, dass es von der Simson ist. Vielleicht ist es auch vom Trabant drin irgendwie. Die werde ich auf jeden Fall mitnehmen, die geht nicht in den Müll. Ja, und noch hier Knaller und Plastikrohr. Die Kiste muss ich gut verstecken, damit mir die keiner klaut. Damit ich die seitlich ein bisschen verstecken kann. Und hier kamen jetzt gerade schon Scherben und so. Also das ist auf jeden Fall dieser gesamte Graben hier, wo ich drin bin. Das ist interessant, das müssen wir noch mal irgendwann richtig angraben und reinschauen. Machen wir noch. Die Kiste hat unten Löcher, das heißt, wenn die voller Wasser läuft, dann läuft auch wieder ein bisschen was raus. Na gut. Jetzt ziehe ich erstmal Sonne ein bisschen. Mal sehen, ob ich ein paar schöne Sachen finden kann. Nee, fängt schon wieder so an. Mit Cola-Deckelböden. Schöner 68er Leitwert. Da ist es ja. Was denn? Das ist eindeutig irgendeine Art Schnalle oder Verschluss. Ist auch irgendwas wie ein Verschluss oder so, könnte dazugehören. Aber auch nichts Besonderes. Mal sehen, was das ist. Auf jeden Fall, durch diese extremen Frosttage, die wir jetzt hatten, ist hier richtig alles abgestorben. So, der Wald ist richtig frei. Komm an Stellen ran, wo ich im Sommer nicht rankam. Nur Aluminiumdreck. Ja, ein richtig niedriger Leitwert. Ja, so. Aluminium. Leitwert. Nee, ist irgend so ein Ekelzeug. Hat jeder Sonder schon mal gefunden. Diese merkwürdigen, ekligen Dinger. Also nicht jeder Sondler, aber viele Sondler haben das schon gefunden. Man kennt's. Das ist direkt das nächste Signal. Ah, nee. Cola-Dose. Da ist schon wieder eins. Oberflächlich. Könnte auch wieder Cola-Dose sein. Nee, was größer wird. Ach, was ist das denn? Eine Axt. Nee, das ist keine Axt. Irgendein Müll. Schöner Leitwert, 70. Ist ein bisschen tiefer. Das ist eine Münze. Was haben wir hier? Es handelt sich dabei um einen Reichspfennig aus dem Dritten Reich von 1941. Ja, ein schlechter Leitwert. Aber das heißt schlecht und gut, ne? Ich sag mal, das ist ein niedriger Leitwert. Aber das heißt ja nicht, dass er schlecht ist. Das heißt nur, dass er niedrig ist. Manchmal findet man auch gute Sachen mit einem niedrigen Leitwert. Und ganz viel Müll mit einem hohen. So, was haben wir hier? Das ist ein Aluminium-Schnipsel. Könnte auch Gold sein. Deswegen werde ich das mal lieber ein bisschen bürsten. Nee. Das ist irgendein Aluminiumschnipsel. Hier, keine Ahnung, was das ist, aber das ballert mal richtig rein. 86er Leitwert klingt wie eine Fischdose. Genau, da ist er. Schön. Und hier war auch irgendwas. Ein richtiger niedriger Leitwert. Ein richtiger Aluminiumleitwert. Ha. Aluminiumdreck, Folie. Widerlich. Kann auch gar nicht diese Menschen verstehen, die einfach achtlos Müll wegwerfen im Wald. Könnt ihr gar nicht. Könnt ihr gar nicht eine Aluminiumfolie nehmen und da was auspacken und dann einfach wegwerfen. Wie geht das? Da ist was wie ein Knopf. Vielleicht. Das
ist das? Stein oder was? Oh, was ist das denn hier? Hier so eine Art Müllloch oder was? Ein Nagel. Ein ganz kleiner Nagel. Dreck. Aluminium. Wieder ein Deckel von irgendwas. Ein Flaschendeckel. Ah, Mann. Fröhliche Weihnacht. So, hier haben wir wieder ein Signal. Das ist eher so ein Drahtbereich. Ah, so ein drahtmäßiges Signal. Als würde hier so Draht liegen. Oh, vielleicht täusche ich mich ja auch. Nee, das ist irgendwas anderes. Was ist das? Ein Stein? Mal. Soll ich verhaken hier oder was? Satt. Hm, das kann doch nicht gewesen sein, ey. Die hatte ich doch letztes Mal schon, nur in groß. In so eine ekelhaften Aluverpackungen. Naja, ist noch irgendwas. Bestimmt was anderes, nicht das gleiche. Ah, das gleiche. Lustig. So, danke. Vielen Dank, Wald. Ich danke dir für diesen schönen Fund. Brauche keine Goldfunde. Ist okay. Wird langsam ein bisschen dunkel. Ich hoffe, die Aufnahmen werden nicht zu dunkel. 75er Leitwert, aber ein bisschen eklig auch. Kratzend. Könnte eine Münze sein. Könnte aber auch eine Dose sein. Wir wissen zwar, das ist eine Dose. Ich wusste das. Eine gute Cola-Dose. Mit Abziehlasche sogar noch. Mal wieder was. Schön interessantes Signal. Im Knopfbereich kann nur ein Knopf sein. Oh, eigentlich egal, was das ist, oder? Ja, das ist ja, das ist doch nicht der Knopfbereich. Das ist der Schnapsflaschendeckelbereich gewesen. Ein Artefakt. Aus längst vergangenen Tagen. Der grüne Punkt. Hier ist der Schnapsflaschenbereich. Kokobiskuit. Was noch was? Das ist jetzt hier der Bereich, wo beim letzten Mal die ganzen Abziehlaschen lagen. Die vier Stück. Falls ihr die vorigen Teile noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch die ja mal anschauen. Was ist das denn? Eine Gewindestange. Könnte Kupfer sein. Theoretischerweise, wie jemand schon in den Kommentaren in einer der letzten Videos geschrieben hat, könnte man das Kupfer ja sammeln und zum Schrott bringen, wenn es genug ist. Dann lohnt es sich ein bisschen. Oh, hier ist auch nochmal ein schönes Signal. Hier ist das schöne Signal, 66er Leitwert. Und übrigens, wenn ich auf eure Kommentare nicht antworte, dann weiß ich einfach nicht, was ich gerade antworten soll. Aber ich lese wirklich jeden einzelnen Kommentar und freue mich darüber. Und wenn ich euch ein Herzchen gegeben habe als Antwort, dann wisst ihr, ich habe den Kommentar auf jeden Fall gelesen. Wieder ein Deckel, der grüne Punkt. Also ausnahmslos wirklich jeden Kommentar. Ich habe keinen Kommentar, den ich nicht lese. Hier ist irgendwas Größeres. Dose. Näher mich der Stelle, wo letztens mal die ganzen Centstücke lagen, Pfennige, Ostpfennige. Da lag, glaube ich, der Frosch. Der ist weg. Der ist nicht mehr da. Den hat jemand geholt. Ein Hund bestimmt hat ihn sich geholt. Oh, ich habe meine Lampe ja nicht mit. Aber die Kopflampe habe ich mit. Okay. Nächstes Signal. Ein guter Leitwert. Interessanter Leitwert. Aber, was ist das denn? Könnte von der Zündkerze sein. Zündkabel und dann war hier unten die Zündkerze dran. Vielleicht. Sieht so ähnlich aus, ne? Wir müssen mal schauen, wie die Aufnahmen sind. Ob sie hell genug sind. Nicht mehr so hell. So. Lampe angemacht, mal sehen. Dann werden die Aufnahmen ein bisschen besser jetzt. Ja, im Sommer ist länger hell, ne? Aber noch 3 Tage. Dann werden die Tage wieder länger. Nämlich am 23. Dezember müsste die Wende sein. Eine Hülse. Die geht im Müll.
Und dann wird es wieder länger hell. Dann beginnen wieder die langen Tage. Der Frühling nähert sich. Aber erstmal kommt noch mal ein richtiger kalter Winter. Vielleicht. Weiß ich nicht. Aber erstmal wird es warm. Noch ein paar Tage wieder. Da hinten liegt der Frosch. War doch nicht da. Der Frosch ist noch da. Ui. 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 Was haben wir denn hier für ein Signal? Ein Fischdosensignal, aber eigentlich ein bisschen zu niedrig. Das ist eigentlich eher ein Ordenssignal. So wie eine Nahkampfspanne. Da haben wir sie. Könnte eine russische Nahkampfspanne sein. Oder einfach nur Aluminium. Das ist aber nicht die Stelle, wo ich den Frosch hingemacht habe. Ich habe den hier irgendwo an den Baum gesetzt. Und ich weiß noch nicht, ob das hier war. Mein Guter. Wie nennen wir ihn denn jetzt? Er liegt schon so lange hier. Oh, König. Autohaus König, der Mensch im Mittelpunkt. Steht da drauf. Vielleicht nehme ich ihn einfach mit. Mach den sauber. Muss ja nicht sein, dass der hier vergammelt, oder? Der Arme. Er sieht aber irgendwie psycho aus. Dich nehme ich nicht mit. Mal sehen. Alle guten Dinge sind drei. Vielleicht ist er noch für irgendwas nützlich. Setz ihn jetzt mal wieder am Baum. Mal sehen, ob er nächstes Mal noch hier ist, wenn ich hier wieder langlaufe. Was ist das denn? Das ist irgendwas. Hier hat sich jemand was gebaut. Eine Bude. Ein Unterstand. Eine MG-Stellung. Ein Bunker. Hier mit Original-Stahlblech und mit Absperrzaun. Naja. Ach du Kacke. Da ist alles voller Nägel. Und riesige Metallstücke. Da möchte ich jetzt nicht suchen. Das ist mir zu voll. Ich bezweifle so langsam, dass ich den Wald jemals sauber kriege, ey. Das ist doch nicht so klein, das Waldstück. Das ist nur schmal, aber lang. Aluminiumdreck. 81er Leitwert. Was kann das sein? Ah, was ist das? Mal was jutet? Nee. Das ist eine Ecke, die irgendwo mal dran war. Knallt aber genauso drin. Könnte auch so ein Aluminiumstück sein. Vielleicht ist es aber auch einfach eine andere Ecke. Nee, irgendwas anderes. Ein Aluminiumrahmen. Könnte eine Scheibe drin gewesen sein. Oder irgend sowas. Habe ich schon erwähnt, dass ich demnächst eine ganz große Fundtasche habe? Kommt demnächst an. Eine richtig schöne große Fundtasche für dieses Projekt. Damit ich nicht immer so oft dahin laufen muss. Dann passt da auch ein bisschen mehr rein. 81er Leitwert. Im Grunde genommen zeige ich euch nur die Wahrheit des Sondens. Wenn ihr die anderen Videos gesehen habt, wo Funde sind, dann habe ich einfach nur gefilmt, wenn ich einen schönen Fund hatte. Trotzdem kamen da einfach mal so 200, 300 Müllsignale zwischendrin. Verteilt auf ein paar Tage. So ist das nämlich beim Sondern. Man hat eine richtig gute Stelle, hat man aber nicht immer, nur sehr selten, in letzter Zeit sowieso eigentlich gar nicht mehr. Nochmal so eine Ecke. Und warum ist das in letzter Zeit so geworden? Wegen mir, wegen dem German Treasure Hunter, wegen anderer YouTuber, die Sondelvideos machen. Dann haben plötzlich alle angefangen zu sondeln. Und weil alle angefangen haben zu sondeln, sind keine Funde mehr da. Da ist noch ein Signal versteckt unter diesem Stück Baum. Ach, da ist es ja schon. Wunderschön. Ist das schön? Oder? Ist das nicht schön? Dieses Blatt hier? Was ich meine? Dieses Blatt ist doch wunderschön. Das pflanze ich jetzt hier ein. Das ist nämlich ein Baum. Bestimmt. Soll er wachsen? Soll er groß werden? Und in diesem Wald ein Zuhause sein für ein Eichhörnchen. Oh, hier. Ein ganz großer Leitwert.
Oh, ich bin jetzt nicht drauf getreten, oder? Nee. Nein. Ein ganz schöner Leitwert von einem ganz schönen Signal. Ein ganz schönes Objekt, ihr könnt schon sehen. Und das habe ich mir schon immer gewünscht, dass ich sowas endlich mal finde. Was ist es? Glasreiniger. Spray. Sehr gut. Langsam wird es wieder voll. Ich muss gleich mal zurückgehen, abladen. Dann nochmal los. Oh, was ist das da? Was ist das denn schönes? Hm? Was haben wir denn da? Was ganz schönes? Das meinst du das? Und was schönes? Verstoße. Ganz gut. Ganz gut ist das. So, geh kurz abladen. Irgendwas ausgegraben. Vielleicht waren hier schon andere Sonder. Die haben auf jeden Fall mal diese Tüte nicht mitgenommen, die ich aber mitnehme. Hier ist ein Mülleimer. Und der war letztes Mal schon so, wo ich hier war. Sah der genauso aus mit dieser Decke hier drin. Das ist nicht gut, weil ich habe gehofft, dass der irgendwann mal ausgeleert wird. Weil ich hier eventuell was entsorgen will. Na ja, mal sehen. Nächste Woche nochmal nachgucken. Hier, wie gesagt, die Lampe nehme ich mit nach Hause. Erstmal den ersten Müll hier. Da waren nämlich noch mehr Federn hier. Wahrscheinlich ist ein ganzes Bett entsorgt worden, eine ganze Matratze. Da liegen hier noch tausende Federn rum. Na gut, ich mach weiter. Geh jetzt wieder dahin und sonde da weiter. Ich habe da noch ein paar gute Signale gehabt und außerdem war ich da noch nicht überall. So, ich bin wieder hier in dem Bereich, wo ich aufgehört habe. Und hier ist ein Stuhl. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Und Kisten und so ein Dreck. Und was bringen die denn alle hier in die Wälder rein? Was ist das denn? Oh nee. Wird das auch hier irgendwie so ein Unterschlupf von jemandem? Was ist das hier für eine Schnulli-Sache? Sollen da Frösche reinfallen oder Käfer drinnen ertrinken oder was? Da sieht man sie liegen noch. Und wer hat das hier gelassen? Hä? Schnoppers? Frechheit. Noch mehr. Ach du Scheiße. Da haben irgendwelche Burschen haben hier Knoppers gegessen. Und zwar in Massen. Ich renne doch hier nicht durch den Wald, um deren Knoppers wegzuräumen. Ach, da ist eingefroren mit Wasser drin. Das lassen wir jetzt erstmal liegen. Das ist nämlich die Mülltasche gleich voll. Aber wo ist meine Schippe jetzt hin? Wo ist meine Schippe hin? Nee, ist jetzt nicht der Ernst. Meine Schippi. Schippi, wo bist du? Schippi. Oh Gott. Boah, das ist ein Signal. Ja, wie soll ich mit ohne Schippe ausgraben, hm? Flaschendeckel. Ich muss meine Schippe erstmal wiederfinden. Das ist ja jetzt wieder hier ein Abenteuer, alles. Habe ich die nicht gerade in der Hand gehabt? Oder habe ich die hinten gehabt? Noch, habe ich die hinten stehen lassen? War hier irgendwo.
Hier war ich. Hier habe ich gerade Akku gewechselt. So. Dann bin ich hier durch. Und hatte die Schippe nicht. Hätten. Dann habe ich hier diesen Stuhl gesehen. Und Knoppers gefunden. Dann habe ich mich geärgert. Dann habe ich mir gedacht, was soll das? Sollen da Käfer drin ertrinken und so und alles. So, naja. Gut. Muss zurückgehen. Und zwar komplett zurück. Ich habe die Schippe wahrscheinlich am Stützpunkt liegen lassen. Am Schützengraben. Wo ich meinen eigenen Stützpunkt aufbaue. Und diese Burschen dann im Sommer bekriegen muss. Weil die machen immer den Müll. Und ich mache hier sauber. Und dann muss ich die angreifen. Jetzt mal. Der Frosch ist hier. Okay, ich gehe erst noch mal komplett zurück. Bin wieder hier. Schippe ist nicht da. Und hier hatte ich die Schippe dann. Da ist er. Hier habe ich nämlich auch irgendwas gemacht. Ich weiß nur nicht mehr was. Na gut, ich habe sie wieder gefunden. Das ist eigentlich zu dunkel. Man kann nicht mehr richtig was sehen. Mit den Aufnahmen. Ich bleibe jetzt hier und mache hier noch ein paar Signale, die ich noch nicht gegraben habe. Vielleicht liegt hier noch was Schönes. Ich weiß. Aua. Was ich mache. Ich gehe da, hier am Rand hin. Weil da war die Hülse. Vielleicht ist hier noch was. Aus dem Krieg. Vielleicht ein Orden. Das ist schon das erste Signal. Ah, nee. Draht. Viel Draht. Sprengzünderdraht. Wo am Ende immer Granaten dran sind. Aber die sind schon vergammelt. Ha. Ach nee, das bringe ich jetzt erstmal schnell weg. Aber das nervt ja. Knopperspackungen. Ah, schön. Das ist doch super. Schon wieder eine Abziehlasche. Ganz gut. So macht Sonnen Spaß. Hier. So macht Sonnen noch mehr Spaß. Hätte ich mich fast drin gekniet, das wäre noch die Krönung. Daneben liegt direkt was. Der Deckel von den Fischdosen. Makrelenfilet in Tomatentunke. Habe ich schon öfters gefunden. Makrelenfilet in Tomatentunke. Nur nicht mit so einer schönen Patina hier. Eine einzigartige Patina, die über Jahrzehnte entstanden ist. Sehr schöner Fund. Kommt in die Vitrine. Habt ihr denn schon mal Makrelenfilet in Tomatentunke gegessen? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Tomatentunke. Kennt doch jeder. Ja. Vor allem jetzt zur Weihnachtszeit essen doch die Leute immer Makrelenfilet in Tomatentunke. Was haben wir hier? Oh, noch mehr davon. Oh, ich bin ganz am Waldrand. Hier habe ich noch gar nicht so gesucht. Da ist ein Signal. Oh. Das ist aber tief. Tief und hoch. Richtig tief. Also, das kann kein Müll sein. Weil Müll liegt meistens flach. Das wisst ihr doch alle. Koppelhaken. Koppelhaken. Da ist das Objekt der Begierde. Was ist das? Könnte das ein Messer sein? Oder ein Abzeichen? Oder ein Helm? Oder ein Koppelschloss? Oder eine Goldschatzkiste? Oder könnte das einfach nur Zinkblech sein? Hm, Zinkblech. Ein sehr schöner Fund. Wie immer. In meiner Fantasie war es was Schönes. Aber in echt war es nichts. Wer kennt es nicht? Na gut. Aber das hält mich ja nicht davon ab, weiterzusuchen. Lasse mich doch nicht von einem Zinkblech entmutigen.
würde euch ja so gerne einen schönen Fund präsentieren. Aber ich weiß nicht, ob mir das jemals vergönnt sein wird. Jemals. Ein Deckel. Also ich möchte euch einfach nur mal sagen, geht nicht sondeln. Sondeln ist doof. Man findet nie was. Kostet auch einen Haufen Geld, Zeit, Nerven. Ist nichts Gutes. Also Detektor wieder verkaufen, Leute. Aufgrund wegen Hobbyaufgabe. Da haben wir hier Schönes wieder. Sehr gut. Oh, oh. Blei. Blei erkennt man immer daran, dass es biegsam ist. So weich. Blei ist ein sehr weiches Metall und wurde deswegen auch immer für verschiedene Sachen verwendet. Ach, da ist es ja schon. Na, das habe ich mir doch schon gedacht. Das ist was Schönes ist wieder. Draht. Wieder Draht. Also der Wald wird immer sauberer. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis nur noch coole Sachen übrig sind. Schöne Funde müssen übrig sein. Silbermünzen, Goldmünzen, Orden, Abzeichen. Sowas. Hier ist der Rest vom Draht. Kann natürlich sein, dass schon mal jemand hier mit einer 7 Tiefensonde oder mit einem Ace 150 durch ist. So ein Anfänger. Und die finden bekanntlicherweise immer sofort Orden. Und das meine ich ernst. Das ist so. Und dann ist hier natürlich nichts mehr. Orden, Gold, Silber, vergrabene Schätze. Alles. Kann ich schon merken, das ist was ganz Schönes, nämlich eine moderne Hülse mit Rot hinten. Noch mehr Draht. Was könnte das wohl sein? Könnte das Draht sein vielleicht? Oh, Draht. Oh, was ist denn das? Ein Kamm habe ich gefunden. Oh, es fängt an zu regnen. Ist nicht gut. War ja eigentlich nicht so schlimm. Bleib da mal hier. Ein grüner Kamm sieht ostmäßig aus. Aber das war natürlich nicht das Signal. Was ist denn das hier für eine Kacke? Ein verrosteter Schmodderdreck. Nee, das reicht doch langsam mal mit Draht jetzt. Dieser blöde Draht hier überall. Und dann haben sie die ganzen Wälder verdrahtet und mein... Alter Verwalter, das ist fest. Da haben sie den ganzen Wald verdrahtet. Wahrscheinlich um die Bäume zu schützen vor die Wildtiere, die im Wald wohnen. Damit die nicht den Baum anessen. Oder vielleicht in den Wald Kacker machen. Weil das ja nicht mal so schlimm ist. Diese Eisensachen, die verrotten. Und irgendwann sind die komplett weg. Aber schlimm ist das hier. Das hier. So was. Plastik. Weil das verrottet nicht. Das liegt in 1000 Jahren noch wahrscheinlich hier. Ach nee, jetzt reicht's aber langsam mal. Ohne Witz jetzt. Schon wieder Draht. Heute ist der Drahttag. Also so viel Draht habe ich noch nie gefunden. So. Ich brauche endlich meine große Mülltasche. So, geh mal ein bisschen weiter rein. Und am Rand ist alles voller Draht. Gucke mal, ob ich hier irgendwo noch ein schönes Signal finde. Oh ja, das ist ein ganz schönes Signal. Ich sehe es auch schon. Durchschimmern. Ich habe ja eigentlich meinen Lohn schon gekriegt. Ein Reichspfennig von 1941. Das ist der beste Fund bis jetzt. Obwohl das ja eigentlich auch Müll ist. In gewissem Sinne. Nicht mehr wert. Davon habe ich schon 1000. Hier ist noch was. Da ist noch ein schönes Signal.
Könnte ein bisschen tiefer sein. Ein 70er. Gibt's nicht. Das ist auch Draht. Also wirklich, heute ist Drahttag. Leg noch weiter rein. Also wenn ich diese Mühe und Zeit in einem anderen Wald investiert hätte, hätte ich bestimmt schon was Schönes. Ich will jetzt noch irgendwas Schönes haben. Ist ja interessant, was ist denn das? Wir haben hier eine Plastiktüte. Und da ist Draht dran. Ja, Plastik mit Draht. Schön. Wird ja immer besser. Da habe ich gedacht, da wäre was drin, was Schönes in der Tüte. Aber es war nur Draht. Noch ein schönes hohes Signal hole ich mir jetzt. Dann schauen wir mal, da ist was drin dann. Ein großes Signal, so 70er Leitwert. 100er Leitwert. Gibt's nicht, hier liegt jetzt plötzlich nichts mehr. Hier war ich auch schon. Hier sind überall. Ich glaube, hier habe ich damals den Eimer gefunden. Da ist es. Ein riesen geiles Signal. Übrigens 10 Grad haben wir. Das ist ziemlich warm heute. Da ist das Signal. Das Signal der Träume. Was ist das denn? Oh, nein. Aber jetzt mal ohne Witz. Das hat sich gelohnt. Das ist von der Schwalbe, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Ne, das ist vorne das Ding von der Schwalbe. Mal schauen, ob das stimmt oder ob das nur einfach total ähnlich aussieht. Also, das ist ein sehr schönes Stück. Dann habe ich eine Lampe und das Vorderstück. Von der Simson-Schwalbe. Vielleicht. Habe ich aber heute gut den Wald sauber gemacht. Und die Natur nachhaltig gereinigt. Plastikmüll aufgesammelt. Und Mopedteile gefunden von der Simson-Schwalbe. Beim Sondeln mit dem Metalldetektor bei der Schatzsuche gefunden. Hier sind wir wieder an unserem Lager. Ja, Glenn, ich bitte dich mal einen Kommentar zu schreiben. Du bist doch ein Simson-Experte. Warum machst du eigentlich keine Simson-Videos? Du machst doch bestimmt inzwischen 20 Stück. Kurzer Zwischencut. Ich möchte das mal in hoher Qualität zeigen mit der anderen Kamera. Da ist irgendwie so ein Zeichen drauf. Da steht auch irgendwas. Da war mal Schrift dran. Und hier. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das von der Schwalbe ist. Da freue ich mich richtig über dieses. Ups. Über diese. Sag mal, ist die jetzt kaputt? Wird bekloppt. Nein, die ist nicht kaputt. Da freue ich mich richtig über dieses schöne Stück. Ah ja, es regnet jetzt. Jetzt fängt es an zu regnen und es wird jetzt wohl angeblich 3-4 Tage regnen. Das kommt nämlich richtig gut an. Die Leute wollen Simson-Videos sehen. Glas, die Tiere sich nicht schneiden können. Hochentsorgt. So. Ein bisschen eingepackt. So sieht es jetzt aus. Hier haben wir auch noch den ganzen anderen Müll. Sammelt sich immer mehr an. Das nehme ich mit. Und 10 Grad. Ich packe jetzt ein. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal. Und aktiviert die Glocke. Und ein Like da lassen und einen Kommentar schreiben. Ihr wisst nämlich ganz genau, dass ich jeden Kommentar lese. Ausnahmslos. Bis zum nächsten Mal bei der Reinigung des Waldes, Teil 5 dann. So, Sonic, was hast du denn da schön gefunden? Ich werde das ein bisschen weiträumiger aus. Was ist das denn? Hä? Alter, ja, das ist ein Pokémoni. Echt? Ja, ja, das ist ein altes Pokémoni. Na, das ist ja cool, das ist bestimmt was cool drin. Ich finde eine Münze, du findest ein Pokémoni dazu. Das ist richtig alt. Ja. Also nicht so alt, das ist jetzt modern. Das werden wir sehen anhand dem, was da drin ist in dem Pokémoni, was das für ein Pokémoni ist.